Emil ist jetzt gut 7 Monate alt. Er kann jetzt immer schneller robben und fängt auch schon an, sich so auf alle Viere hochzudrücken und mit dem Popo zu wackeln. Das trainiert einfach auch die Muskulatur für das Krabbeln und ist schon eine Art Vorbereitung für das Krabbeln. Emil ist auch sehr sensibel geworden jetzt. Das heißt, wenn seine große Schwester Lotte anfängt zu weinen oder sich ärgert und dann weint, fängt er meistens auch mit an zu weinen und guckt eben ganz besorgt nach seiner Schwester. Das heißt, jetzt so in dem 7. Lebensmonat können die Babys auch oft schon Emotionen wahrnehmen anhand vom Gesichtsausdruck von den anderen. Emil kann jetzt mit wenig Unterstützung schon selber sitzen. Das heißt, man muss ihn nur noch mit den Händen leicht unterstützen beim Sitzen. Oder wenn man am Boden sitzt, im Schneidersitz, kann man ihn gut in die Mulde hineinsetzen und muss ihn nicht mehr arg festhalten. Man sollte die Kinder allerdings nur zum Essen ins Stühlchen setzen oder ihr behaltet sie zum Füttern auf dem Schoß. Und ansonsten sollte man die Kinder nicht ständig hinsetzen oder das mit ihnen üben. Eure Kinder lernen das ganz von selber, das Sitzen. Und es ist viel natürlicher, wenn sie von selber das freie Sitzen lernen in ihrem normalen Bewegungsablauf.